auf den Straßen auch Verkehr ist und sowas. Das hätte es vor Jahren nicht gegeben. Die LKWs oder was das da unten gewesen sein soll. Sahen jetzt nicht wirklich gut aus. Also zumindest von hier oben nicht. Aber trotzdem, ich meine, schon geil. Das sieht ja aus. Oh, das ist ein Anhänger dort unten dran. Okay, cool. Boah, der war auch ziemlich groß. Ging hier mal die Straße ein bisschen weiter. Ich versuche mal ein bisschen runterzukommen. Schauen, wie nahe wir an die Autos rankommen. Bevor es Probleme gibt. Ach du Scheiße, was geht denn dort unten los? Naja, ein bisschen grob, schlechtig, eckig sind sie. Gerade wo der eine da in die Einfahrt reingefahren ist. Die Straße bringt uns wieder komplett weg von unserem. Gucken wir mal lieber nicht nach, wo der jetzt lang geflogen ist, lang gefahren ist. Was ist denn das da hinten für ein Turm? Ja, da. Scheint jetzt aber auch schon eine größere Stadt zu sein hier. Wie hört denn das dazu? Ich sehe hier gar nicht so einen Marker dort hinten. Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß es nicht, wo ich bin. Ich frag mich eben gerade. Das sieht alles auch so groß aus. Aber hier gibt es nirgendwo einen Stadtmarker. Wo man mal drüber fliegen könnte. Das eben hier unten schien ja ein relativ großer Bahnhof zu sein.
Oh, jetzt hat er gerade sehr hart geladen. Burma ist dort hinten. Soll das alles Burma sein? Burma ist dann so groß. Was ist denn das hier unten? Das kann durchaus sein. Aber halt kennen wir jetzt nicht immer einen kleinen Flughafen oder sowas, der hier eingezeichnet hätte sein können. Verkehrsfrau, die ist unter mir. Also das wäre wirklich noch dann extrem, wenn die sich dann oben mal an Verkehrsregeln halten und so. Man hätte eigentlich mal bei dem Co-Piloten gucken können, was der uns angezeigt hätte, was dort für Städte in der Nähe sind. Naja. Ja, fand ich Flugsimulatoren immer übelst langweilig, weil es nichts zu sehen gab. Aber im Endeffekt hier. Ich denke mal, wenn du dann auch noch interessante Routen fliegst, weil wir haben die ja eigentlich bloß erstmal uns aus dem Arsch gezogen. Aber ich denke mal, wenn du das sowas mal planst und sagst, wir fliegen da mal
Da und da mal drüber und gucken da mal, ob und wenn ja, wie es im Spiel erfasst ist. Ja, bestimmt interessant. Ich habe erst, wo wir losgeflogen sind, bei den Einstellungen auch nicht gesehen, dass man da irgendwas hätte an Tageszeiten oder so einstellen können. Weil man ein schöner Nachtflug oder so, das wäre auch mal geil. Über so eine Großstadt drüber. Ich die Lichter angucken. Ey, zum Beispiel sowas wie Las Vegas oder so. Mal bei Nacht drüber fliegen. Oh, was ist denn das für eine Bar? Sei ja vor Storf. Das ist Langheimer Storf. Ach so, das kann ich dann direkt darüber machen. Ach, okay, danke, Senna BT. Ah, okay, cool. Ah, da kannst du sogar vorspulen. Auch mal die Scheiße gar nicht absitzen. Hey, was macht denn der jetzt? Ich denke, das macht der Co-Pilot jetzt. Wenn ich in dem Menü bin, gibt der Co-Pilot. What the fuck? Going to 125.875 Cessna X-ray Golf Sierra.